Angenehme Nacht. Tschu. Jo, vielen Dank. Vielen Dank. So, hallo. Ah, das wird wehtun. Ist jetzt die Frage, wie viel besser ist die... Also ich nutze halt die Sensen gerade relativ wenig, weil ich die schweren Waffen irgendwie lieber mag. So, pup, pup, pup. Jetzt ist hier wieder so ein einfacher Weg. Ich habe bisher auch quasi kaum mein Pferd genutzt. Höchstwahrscheinlich wird das später ein bisschen mehr sich dann aktiv. Ich nutze doch gerade B. Ich habe B gedrückt, aber nichts ist passiert. So, fresse ich meinen Trank. Warum nicht? So, hopp, hopp. Und ich aufgeschlitzt. So. Was höre ich da eigentlich mal wieder kaputt gehen? Da liegt noch was, oder? Oder ist das nur Licht? Nee, das ist nur Licht. Nun denn. So, da ist wieder ein Gegner. Wie gesagt, ich finde, also momentan finde ich Darksiders 2 schon mal auf jeden Fall hübscher als Darksiders 1. Einfach, weil das Spiel halt mehr Farbe besitzt als Grau. Wobei, gut, jetzt beginnt sie halt mit Grau. Um fair zu sein, ne, mit der Prämisse, die sie sich gegeben haben in Darksiders 1, hatten sie halt nicht die große Auswahl an Farben. Ne, insbesondere, weil mag irgendwie das Geräusch nicht, dass es hier jetzt gerade so rumpelt und schmumpelt. Insbesondere das Au! Ne, wenn wir uns auf der Erde befinden, die quasi komplett kaputt gemacht wurde von der Apokalypse. Ist halt schwer, dass du irgendwas großartig Farbmäßiges rausholst dafür. So, hallo. Ob mir das doch wehtun kann? Ich hoffe mal nicht. Oh, Wasser. Ich habe da gerade irgendeinen Lebensbalken gesehen. Ich sehe gerade, wie meiner schwindet. So. War hier irgendwas? Kann ich das hier aufmachen? Nein. Verzeihung, ich würde gerne aufmachen. Rumpel, 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 rumpel. Ich leider nochmal weiter bespielter vielleicht. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Dann auf jeden Fall. Und, au. Ich muss aufhören, in die Leute reinzudashen. Und ja, vielleicht sieht man sie später nochmal. Ich weiß nicht, wie lange ich heute mache. Mir macht das Spiel momentan relativ viel Spaß. Ich werde höchstwahrscheinlich innerhalb der nächsten Stunde oder... Au. Dreiviertelstunde mal 5 Minuten Pause einlegen. Einfach, weil ich gerade in dem ganzen Wasser umher spielen. Aber wie freundlich der ist. Der lässt mich erstmal Stuff looten. Hat dann doch so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich pinkeln muss. So. So. Oh, noch einer. Shh, ganz leise. Ich mag es, die einfach zu zerfetzen. Weiß nicht, ich mag es sehr gerne, auch Spiele zu spielen, indem man quasi zu so einem Biest wird einfach. So ein unaufhaltbarer Dude. So, ich kann da hochklettern, dann kann ich da hochklettern. Achso, warte, die Taste. Dann springen wir einmal hier hoch. Da mit A hoch. Da hoch. Da hoch. Und dann kommen wir hier an die Kiste ran. Hopp. Eine Rüstung. Eine andere. Schauen wir uns das mal an. Das war die falsche Taste. Armklingen. Ach, guck mal, die sind schnell, aber die sind halt dafür mit weniger Schaden versehen. Probier die mal aus. Okay, die Arme, also vom Design her irgendwie eher weniger meins. Ach, das Gewand ist schlechter, schade. Theoretisch kann ich die der Sendel zum Futtern geben. Hier ist nochmal ein Seiteneingang, den habe ich fast übersehen. Auch hier ist wieder so ein komisches Ding. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Ich weiß noch immer nicht, was es sein soll.
Wahrscheinlich brauche ich die später. Oder die sind für irgendein Item von Interesse. Nee, so funktioniert das nicht. So geht das nicht. Ich probiere mal die schnelleren Waffen jetzt aus, die ich habe. Einfach mal fallen lassen, danke. Und guck, falls mir mehr gefallen, dann nutze ich die, andernfalls eher so weniger. Weil ich mag es doch schon ganz gerne, diese Schwerde oder die Waffen zu haben, die einfach mal richtig drauf böllern. Aber ja, die haben halt dafür einen Lag, ne? So Ending Lag und Beginning Lag und all sowas. Aber wie gesagt, es macht doch schon Spaß. So, oh. Tja, da bist du wohl leider in meinen riesigen Streitkolben reingelaufen. Tut mir leid für dein Gesicht. Das kriegt auch der beste Doktor nicht mehr hin. Oh, guck mal, wie hübsch, da sind Bäumchen. Ich glaube, hier kann ich ruhig mal ein bisschen mit Ruinen reiten. So, rottetem, 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 rottetem. Oh. Ach, das ist Fahren. Hab mich gerade gewundert, was das so komisch leuchtet. Okay. Wir sind genug mit Ruinen geritten. Ja, nö. Der ist ja noch einer. Finde den. So. Okay. Also, die Kombos sind schon mal not bad. Okay. Ah, Gott. Ah. Ja, das tat's. So, rufen wir mal unsere Ghule. Ich meine, jetzt ist ja quasi kein besserer Zeitpunkt. Bleib hinter mir. Ich. Es ist wahr. Ein Reiter ist ins Reich gekommen. Nicht noch einer. Du bist ein Nephilim. Trägst den Namen Tod. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin falsch abgebogen. Wie es scheint, bin ich hier mit euch gestrandet. Wenn du den Kessel suchst, solltest du wissen, dass er vor langer Zeit dem Verderben anheimgefallen ist. Tief in der Erde kann ich aber noch das Feuer brodeln spüren. Ich werde es versuchen. Wer bist du? Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Karn. Dann also Bub. Wie du willst. Ist mir egal. Feuer des Berges. Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen. Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held. Aber der Kessel ist ordentlich versperrt. Der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang. Zu eingefallen? Sag mal, wenn du da reingehst, würde es dir was ausmachen, etwas für mich zu tun? Ja, würde es. Tue ich nicht bereits genug? Vielleicht. Jedoch scheint es mir, dass du nicht genug für dich selbst tust. Oder wenigstens von einer Nebenwirkung profitierst. Nun, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet. Ich habe eine alte Metallschale dort zurückgelassen, mit dem Bild von zwei Hämmern in der Mitte. Nicht sehr ansehnlich, aber es war mein Gesellenstück. Das letzte, was ich je geschmiedet habe. Eine Schale? Du willst, dass ich dir eine Schale bringe? Ja. Nun, sie hat einen ideellen Wert. Wenn du sie findest, entlohne ich dich dafür. Ja, warum nicht? Deinen Schamanen können? Eure Schamanin hat mir einen Talisman angeboten, wenn ich ihr die Materialien dafür besorge. Dann ist es klug von dir, sie ihr zu bringen. Ihre Arbeiten sind sehr mächtig. Wo finde ich Pirschknochen? Pirsche streunen im Kessel umher. Sollte eine einfache Aufgabe sein, wenn dein Name etwas bedeutet. Okay. Ah. Ah, vielen Dank fürs Öffnen. Da hinten ist eine Truhe. Ist es eine gute Idee, hier rüber zu laufen? Ich behaupte mal nein, aber ich tue es trotzdem. So. Öffnen. Money! Ist hier sonst noch irgendwas? Ich könnte da runterspringen, wenn ich möchte, aber die Karte sagt halt von sich aus, dass da nichts ist. Nun, ne? Ich könnte da rüberspringen. Was bringt mir das?
Mein Controller vibriert, das bringt mir das. Öffnen wir das hier mal lieber. Oh, da ist ein Hebel. Gut, das ist die Tür, die sich geschlossen hat. Machen wir die mal kaputt. Voll der Naruto-Run. Beide Türen sind momentan zu. Ich glaube, wenn ich hier die B-Aktion ausführe, dann öffnet sich Kram. Ah, okay, die vordere Tür ist offen. Gut, nehmen wir den Haupteingang. Pfö. Nicht mal den Hintereingang dürfen wir nehmen. Wir sind tot, Gottverdammt, noch eins. So. Oh, Jesus Christ. Nun. Ne? Oh Gott, das ist ja schon groß. Ah, guck mal! Schattenbomben sind extrem explosiv und können verwendet werden, um bestimmte Objekte zu zerstören oder andere zu verschieben. Kann ich damit... Drücken Sie RS, um in den Zielmodus zu wechseln. Drücken Sie RT. Okay, damit kann ich also Kram öffnen. Frage ist, wie lange kann ich die in der Hand halten? Explodieren die von alleine? Wird das Ding gerade größer oder kommt mir das nur so vor? Au. Das wäre jetzt nicht unbedingt schmirrt. Au. Könnt ihr bitte aufhören, mir weh zu tun? Ich würde es euch sehr... Ah! Ich will halt immer noch A drücken. Vielleicht muss ich mir das umlegen. Dass ich quasi, Oh, das war eine doofe Idee. Ah! Uff! Dass ich mit A ausweiche, statt... Ne? Soll ich nehmen einen Heiltrank? Halte mich voll? Da bin ich mir nämlich noch um. Ich glaube, der hält mich. Nee. Okay. Ah, da hinten ist so einer dieser Steine, den ich damit kaputt machen kann. So, einmal das hier öffnen. Ein bisschen Geld. Ich gehe davon aus, dass ich die Steine hiermit kaputt machen kann. Und damit eine Truhe öffne. Frage ist, wie weit kann ich die Bombe werfen? Vermutlich so weit, wie ich möchte an sich, ne? So, aber RS ist halt doch schon so ein bisschen, naja. Gut, und dann einmal die Kiste mitnehmen. Das sind grüne Schuhe gewesen. So, ich habe zwar keine Magie- und Zornkosten mehr, aber es sind grüne Schuhe. So, nee, wir brauchen noch mehr Level 5. Reaper an. Ich bin mir halt unsicher, was die Reaper-Anzeige bedeutet. Aber ich gehe einfach hier weiter in die Richtung. Gute Verursachen bei Feinden im Umfeld zusätzlich Feuerschaden. Irgendwie sind meine Gule übrigens nicht so toll, wie ich gedacht hätte. Nun. Geil. Ich glaube, die wären halt doch schon relativ stark. Ich weiß halt nicht, ob die irgendwie... Warte, steht hier eine Zeit? Nö. Achso, warte, den Text kann man scrollen. Entschuldigung. So, stopp. So, hier mit einmal scrollen. Ach, das ist nur für die nächste Stufe. Ja, okay. Okay. So, das heißt, ich kann jetzt auch erstmal nur wieder durch die Tür hindurch, die man da eben sieht. Die wir jetzt da eben geöffnet haben. Machen wir das mal. Da ist eine verschlossene Tür. Ah. Ich meine, es wird halt nicht besser, wenn ich die gesamte Zeit weiter in den Angriffen drin stehen bleibe, ne? So. Hopp, hopp. Komm ran hier. So. Oh Gott, das war knapp. So, gut, die Tür brauche ich einen Schlüssel für. Da ist eine Statue. Kann ich da hochklettern? Weiß ich nicht. Da ist noch eine Statue. Achso, guck mal, das ist wieder hier Tarnes Hammer, zumindest. Aber ich glaube, wir waren halt nur Gegner. So, was haben wir hier?
Fässer, geil. In den Fässern war Geld drin, noch geiler. Ja, komm, gehen wir mal hier hoch. Dann einmal LT drücken. Shit, Kacke. Nun. Na, das habt ihr jetzt bitte nicht gesehen. So. Goddammit. Komme ich hier nochmal zurück? Ich habe das Gefühl, ich kann da einfach hinspringen. Oder auch nicht. Das war ein trauriger Sprung. Bin ich auf... Genau, ich werde jetzt aber... Nein, ich werde nicht auf der... kann ich hier rüber springen? Ja. Ich würde nämlich ganz gerne das hier mitnehmen. So. Das war unglücklich. Ich will halt eine Lootbox haben von Vulgrim. Genau. Nee, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, warum ich die... Weiß nicht... Ich gehe mal davon aus, dass es quasi nichts Besseres für die zu tun gibt, als sich daraus Lootboxen zu kaufen. Sonst würde es nicht so angemerkt werden. Aber ich finde es halt doch schon eher meh. Warum sehe ich da hinten eine Schlange? Nee, was ist das für ein Viech, was dagegen kämpft? Will ich es wirklich wissen? Nee. Werde ich es herausfinden müssen? Ja. Achso, ich muss... Wie komme ich denn darüber? So. Ah! Gefunden! So. Wupp. Einmal hier hochklettern. Dann einmal in die Richtung. Noch ein bisschen weiter nach oben. LT. Zack. Ne, dann jetzt hier ein bisschen entlang. Hier rüber sliden. Hier entlang. Muss ich hier runter jetzt? Nein, ich muss hier nochmal sliden, genau. Und jetzt hier runterlaufen. Und bupp. So, dann nehmen wir das Ding wieder mit. Achso, ich muss ja RT dann einmal, so, das war zum Werfen. Sesam hat sich geöffnet. Und jetzt einfach draufspringen, ne? Genau. So, da hinten ist noch immer die Schlange oder sowas, was auch immer das war. Tun. Ich habe Sorge, dass sie mir wehtun. Oh, oh. So. Gule, hilf mir mal. Die Gule sind halt echt not bad, ne? Unlucky, dass er jetzt schon tot ist. So, aber er hat mir halt genug Zeit verschafft. Achso. Ich weiß nicht, dass mir halt angezeigt wird, dass ich doch die Taste nutzen kann. Oder dass mir das rechts angezeigt wird, aber dass ich dafür noch immer RB nutzen muss. Ah, okay. So, pop, pop, pop. Kreationsgehilfe. Bist du ein Medic oder was? So, und du bist auch nochmal ein Gehilfe. Okay, sehr schön. Das waren die Kreationsgehilfen. Nehmen wir das Gold nochmal mit. Ist hier noch einer irgendwo? Nein. Hätte mich jetzt sehr gewundert. So, das nochmal mitnehmen. Jetzt können wir hier rein, da wo quasi die Schlange ist. Ich nehme nur meinen Lebenstrank, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Oh Gott, das Geräusch ist nicht gut. Das war das unsichtbare Ding, was ich vorhin gesehen habe. Eine hübsche Truhe. Oh, Verlieskarte. Sehr cool. Gut, da scheint nicht zu sein. Reaktion Krieger. Ich bin mir unsicher, ob... Okay, das ist ein Pirscher. Ich bin mir unsicher, ob ich wirklich in der Nähe eines Pirschers stehen möchte. Komm mal ran hier. Meine Zombies.
Muss ich den Fischer quasi in auch einer ordentlichen Zeit töten? Oder wie schaut das aus? Immerhin, au. In der Theorie sind die gegeneinander. In der Praxis tun sie mir beide weh. So. Ach, ich habe nicht genug Zorn, oder? Ach so. Ah, ich kann immer nur zwei Gute gleichzeitig haben. Was bedeutet das? So, sehr schön. Haben wir das geholt. Und den Pirscher auch noch gleich besiegt. Und da ist nochmal eine Truhe. Ich brauche aber eher irgendwie Leben oder mehr Heiltränke. Vielleicht hätte ich doch nicht so darüber hinwegziehen sollen. Dass man sich Heiltränke kaufen kann für 1000 Geld. Einfach, ich bin mir unsicher, ob die, ach guck mal, da liegt jetzt, was ist das? Weiß es nicht. Ist das ein Dingstrank gewesen? Nee, schaut aus wie ein Talisman. So, die sind neu, ne? Ja. Hirschknochen. Nee. War das ein Zorntrank, den ich jetzt genommen bekommen habe? Ja, war's. Ah, okay. Ich bin mir unsicher, ob ich die wirklich aktiv brauche. Einen Lebenstrank hätte ich lieber genommen. So, was ist denn hier drin? Ist hier jetzt das Dungeon-Item? Ein Schlüsselschwert. Skelettschlüssel. Mit diesem verzierten Schlüssel können im aktuellen Bereich verschlossene Türen geöffnet werden. Drücken Sie Dingens, um sich die Karte anzusehen und nach verschlossenen Türen im Umfeld Ausschau zu halten. Ah. Kann ich hier raus? Nee, ne? Höchstwahrscheinlich nicht. Nein, ich komme nicht hoch genug dafür. Nun, also ich... durchhalten rufen sie Asche. Achso, vom linken Trigger. Warte, vom LS. Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht. Aber ich finde es nicht bad. Es ist, ja, ich glaube, das ist so ein Extra, worüber man sich nicht beschweren braucht oder sollte. Gut, aber ich nehme jetzt hier mal ganz kurz 5 Minuten Pause. In der Zeit gehe ich nämlich auf Toilette. So, und das Gleiche solltet ihr vielleicht auch nochmal tun. Dann bis gleich.
Jo, da bin ich wieder. Kann weitergehen. Ja, wupp. Einmal das wegstellen, dann wieder das Gamepad in die Hand nehmen. Und dann hier auf Fortsetzen klicken. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, genau. Ich könnte jetzt theoretisch so machen. Ich drücke gerade linken Stick. Spiel. Nicht? Okay. Gut, wegen meiner. Also jetzt einmal ganz kurz hier durch die Tür gehen. Ihr seid jetzt aber nicht respawned, ne? Genau, wenn ich den Dungeon einmal geklärt habe oder wenn ich Gegner im Dungeon... Oh Gott, die Tür erschreckt mich jedes Mal. Wenn ich die Gegner im Dungeon einmal geklärt habe, sind die auch weg. Gut. Machen wir hier einmal wieder auf. Und dann... Wie komme ich jetzt hier rüber nochmal? Achso, genau, hier ist sehr einfach... Der einfache Weg gewesen. Ach gut. Sehe ich jetzt... Warte, ich muss mal ganz kurz... Kann ich die irgendwie... Ich hätte die ungern in dieser 3D-isometrischen Sicht. Aber sehe ich jetzt alle Truhen oder ist das jetzt nur diese eine Truhe, die ich sehe? Ist nur diese eine Truhe, die ich sehe. Okay. Warum auch immer ich die eine Truhe sehe. Verkohlte Pass. Komm, wie komme ich an die... Achso, von komme ich später oder so. Gehen wir erstmal hier zur... warum seid ihr jetzt wieder hier? Nun, warum dash ich ständig in euch rein? Ist vielleicht auch eine valide Frage. Oh Gott, au. Ich werde jetzt fast in den Abgrund gedasht. Frage ist, ob der Abgrund weniger Schaden macht als die Gegner. So. Dann einmal. Danke fürs Money, Guy. Wie freundlich von ihm, er wirft das einfach mal hoch. Dann öffnen wir mal die Tür hier. Ist halt doch schon ein relativ großer Schlüssel, den wir da brauchen. Was ist das hier? Achso. Ah, willkommen in Portal. Wo habe ich jetzt... Wo ist das Zeug hingeflogen? Wo ist die Truhe? Da ist eine... Da, wie komme ich daran? Muss ich dafür erstmal den Ball bewegt haben? Ich bewege mal den Ball. Ball, 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 Ball. Aha! Des Rätsels Lösung. Dann einmal hier hoch. Da einmal rüber. Gut, ich hätte jetzt nicht unbedingt eine Wand entsliden müssen, aber das geht auch. So, nehmen wir das mit. Das sind Schuhe wieder. Ah, das ist so eine böse Krankheit von mir. Neues Item, schnell nachschauen. Ich kann, oder ich probiere mal was aus. So, Bob, verbessern. Kann, nein, oh Gott, die Keule wollte ich nicht. Die Armklingen kann ich einmal opfern. Das Gewand kann ich einmal opfern. Die Waisenstiefel kann ich einmal opfern. Da habe ich auch nochmal welche. So, ich muss den Balken komplett voll bekommen. Dann ist sie quasi Stufe 4. Frage ist, kann ich die quasi so hochleveln, dass ich sie nicht mehr nutzen kann? Das wäre für mich interessant zu wissen. So, einmal hier entlang. Genau, einmal hier raus dann. Ich hätte auch gerne die Möglichkeit, mich mit meiner Waffe zu heilen. So ein bisschen Lifesteal zu bekommen. Vielleicht gibt es als späteren Stat einfach noch oben drauf. Weiß ich ja nicht. Oder kann ich nicht wissen. So, Geld. Ich habe ein bisschen Sorge, dass hier irgendwo ein Pirscher kommt. Das ist... Das ist auch einfach nur Visual Porn hier. Haben sie sich gedacht, okay, das schaut so richtig geil aus. Das müssen wir zeigen. Wir brauchen eine Möglichkeit, dass wir zeigen, wie gut das ausschaut. Und um fair zu sein, das Spiel schaut halt auch echt gut aus. Ich spiele die Definitive Edition. Um das mal ganz kurz vorwegzunehmen. Dementsprechend bin ich mir unsicher, wie sehr da was getoucht oder angefasst wurde, grafikmäßig. Aber wenn da quasi nichts geändert wurde und das... was bist denn du? Genauso ist wie zu Beginn. Dann ist das ja richtig gut. Ich habe da irgendein grünes Item aufgehoben.